Für das nächste Lied haben wir die beiden weltberühmten Choreografen Gerd Hauser und Heinz Kessler dazu bringen können, eine Ausdruckstanz-Choreografie zu erarbeiten, die dem Ganzen ein bisschen mehr Schmiss und Pep verleihen soll. Es handelt sich um ein Protestlied. Bitte fragen. Ja, jetzt nämlich Schluss mit lustig. Und ich muss ein bisschen betroffen jetzt reden, das ist im Grunde die Stimme am besten. Wir haben ein klitzekleines Lied gemacht über die Hilflosigkeit, über die von der unschuldigen kleinen Tierchen. Die Kreaturen in dieser schönen unseren Welt, weil es heißt immer nur weg, da weg, da weg, wir haben keine Zeit. Nein, bei uns haben wir Zeit für die kleinen Viecher. Wir wollen das ändern. Das seid ihr schon. Zu lange haben wir geschwiegen. Wir rütteln auf. Aber ich singe jetzt wieder Deutsch. Schau davon die blinden Fenster in dem leeren, dunklen Haus. Und davor die alte Ulme, die sah auch schon besser aus. Sieh die Pfütze auf dem Pflaster, sieh die Menschen voller Hast. Sieh das Pflaster in der Pfütze, es ist von Hansaplast. Sieh davon den blinden Bettler mit dem tauben, blinden Hund und den stummen, tauben Züchter, der den Hund tritt ohne Grund. Schau mal da, der dicke Dackel mit dem Schaum vor dem Mund, mit der Räude und der Staupe, dieser Hund ist nicht gesund. Oder da, der dünne Rentner, der da an dem Dackel hängt, der mit seiner Zigarette seinen Schlafanzug versenkt. Sieh davon das kleine Mädchen, das so furchtbar traurig schaut, weil der dünne alte Rentner seinen dicken Dackel haut. Muss das denn sein, diese Hundequälerei? Hunde ohne Lobby, wo bleibt die Polizei? Wir geben ein Zeichen, wir setzen uns ein. Wer bei uns mitmacht, der hebe ein Bein. Sieh den alten Aston Martin, der nur auf zwei Töpfen läuft und auf 100 Kilometer 25 Liter säuft. Sieh den Mops auf der Kreuzung, er hat Karies und Gicht. Doch der Mann im Aston Martin, der sieht ihn leider nicht. Sieh den süßen kleinen Welpen, der die Dampfwalze anbellt. Doch die Walze, sie fährt weiter, weil sie nicht für Welpen hält. Muss das denn sein, diese Hundequälerei? Überall auf der Welt fährt man Hunde zu Brei. Wir geben ein Zeichen, wir setzen uns ein. Und wer bei uns mitmacht, der hebe ein Bein. Wir haben die Straßen von unseren Hunden nur geliehen. Erst wenn der letzte Hund überfahren worden ist, werdet ihr merken, dass man Katzen nicht essen kann. Wir geben ein
Schlagzeilen.